Das Leben in einer Patchwork-Familie gestaltet sich nicht immer einfach. Dennoch gibt es auch prominente Beispiele, die Mut machen. Amira Pocher und Ilse Sandra Maywölden betonen immer wieder, wie gut sie sich verstehen. Doch warum ließ Oliver Pochers Frau ihren Liebsten alleine mit seiner Ex in den Urlaub fahren? Ganz schön cool, diese Amira Pocher, 29. Als die gelernte Visagistin und Hairstylistin in das Leben von Oliver Pocher, 43, trat, soll der Comedian noch jede Menge ungeklärte Differenzen mit seiner früheren Frau Ilse Sandra Maywölden. 38 ausgetragen haben. Mit der Österreicherin zog Frieden ein in die Beziehung mit der Ex, die in den USA lebt und dort ihre drei gemeinsamen Kinder großzieht. Inzwischen herrscht dank Amira offenbar eitel Sonnenschein in der erweiterten Großfamilie. Trotzdem erstaunte es, dass Oliver Mitte August alleine nach Italien reiste, um Urlaub mit Sandy und den Sprösslingen zu machen. Sogar Amiras Freundinnen waren offenbar irritiert, Amira Pocher, Hochwasser, Kinder und eine leichte Flugangst machten ihr die Entscheidung leicht, jetzt klärt die vermeintlich gehörnte Ehefrau jedoch auf, in Ilse Sandras Podcast Mom of 5 lässt Amira den für viele befremdlich anmutenden Urlaub der beiden Ex-Partner ohne ihre eigene Anwesenheit Revue passieren. Die 29-Jährige erklärt, dass das Hochwasser in Nordrhein-Westfalen sie für einige Wochen unter Stress gesetzt habe. Ihren beiden Söhnen wollte sie außerdem eine anstrengende Reise ersparen, noch dazu belaste sie zurzeit eine leichte Flugangst. Doch der allerwichtigste Grund liege woanders. Ich dachte, es ist doch mal super, wenn Papa alleine bei seinen Kindern ist, und meint damit ihre drei Stiefsprösslinge, die sich bereits mit Mama Ilse Sandra auf Sardinien eine schöne Zeit machten, als Papa Olli dazu kam. Das tut doch sicher auch den Kindern gut, den Papa mal nur für sich alleine zu haben, findet Amira, witziger Austausch unter Urlaubsposting sorgt für Verwunderung, als Ilse Sandra dann ein gemeinsames Foto mit ihrem Ex aus dem Urlaub postete und ihre Nachfolgerin an Olivers Seite dieses mit lachenden Smileys und einem Herz-Emoji kommentierte, staunten die Fans nicht schlecht.